Saturn Orakel im Zeitraum von 21. Juli bis 27. Juli 2018. 21. Juli ist Samstag und Samstag ist ein Saturntag. Saturn bewegt sich gerade rückläufig in Tierkreiszeichen Steinbock bis 6. September 2018. Diese Rückläufigkeit bedeutet, entweder bremst uns ein bisschen oder wir sollen noch abwarten, geduldig zu sein. Die Rückläufigkeit bedeutet auch Vergangenheit. Jemand kehrt zurück von Vergangenheit oder kommen Erinnerungen oder wir sollen aufräumen. Und diese Vergangenheit bedeutet nicht nur die vergangenen Jahre oder Kindheit, sondern bedeutet auch alte Karma. Astromedizinisch heißt Saturn unserem Knochensystem, unserem Skelett und unserem Haut. Unserem Skelett, unserem Knochensystem gibt uns ein Halt. Unserem Haut schützt uns von äußeren Einflüssen und bringt unserem Körper in Form. Und genau das entspricht Saturn, uns Halt zu geben, uns Sicherheit, Stabilität bringen. Dann grenzt uns ein bisschen, weil wir haben immer Lernaufgaben. Aber schützt uns auch. Wir brauchen das, weil das ist für uns ein Schutz und bringt etwas in Form. Saturn ist der Planet der Schicksal. Durch einen Saturn-Einfluss kommt immer schicksalhafte Veränderungen in unserem Leben. Saturn ist auch der Planet der Karma, hütet das Buch des Lebens, der Akasha-Chronik, da sind die Schicksalswege beschrieben. Und Saturn ist nichts anderes als Kronos, der Gott der Zeit. Saturn ist der Vater von Zeus, von dem Himmelsgott, so beschreibt das die griechische Mythologie. Und jetzt zu dieser Legung in diesem Zeitraum bis 27. Juli 2018. Wo haben wir die Lernaufgabe? Was sollen wir in Form zu bringen? Was gibt uns Sicherheit, Stabilität? Oder was sollen wir lernen in die kommenden Tagen? Was ist die Hauptthema? Das liegt hier in die Mitte. Die Hauptthema ist ein Eid. Alles, was wir vorhaben, das soll uns heilig sein. Das ist wie ein Gesetz, wie eine Verbindung. Und da haben wir uns selbst gegenüber ein Eid. Und das sind die Verpflichtungen. Es bedeutet nicht unbedingt, dass wir anderen gegenüber Verpflichtungen haben zurzeit. Natürlich ist das auch möglich. Aber wir haben auch Verpflichtungen uns selbst gegenüber, unserem eigenen Leben, unserem eigenen Schicksal, weil das, was wir lernen, unserem Leben beherrschen. Jetzt die Kommunikation. Worauf sollen wir achten? Bei diesen Karten geht es um Gesprächen. Natürlich ist das Bewegung, aber das kann in zwei Richtungen gehen und das symbolisiert die beiden Pferden, die weiß und die schwarz. Und das ist mal grundverschiedene Richtungen. Und das bedeutet erstens klare Sprache, ja oder nein. Es gibt kein Vielleicht. Entweder ein Ja oder ein Nein. Diese Karte kann auch ein Symbol sein, dass wir Entscheidungen treffen. Mit wem sollen wir reden? Das wäre die eine Richtung.
Und wo sollen wir schweigen? Das wäre die andere Richtung. Und wir haben die Zügel selbst in Hand, weil wir treffen diese Entscheidungen. Und hier können wir beherzigen, reden ist Silber, schweigen ist Gold. Jetzt zu Liebe. Was lernen wir zur Zeit im Liebe-Partnerschaft? Auch mal akzeptieren, dass es auch Übergangsphasen gibt. Und genau das ist die Richtung. Die eine Ufer haben wir verlassen, in die neue Ufer sind wir noch gar nicht angekommen. Das kann auch der Zustand sein von eurem Partner oder Wunschpartner, dass er momentan noch nichts Konkretes versprechen kann, weil die Zeit ist noch nicht reif dafür. Es ist momentan eine Übergangsphase, aber immerhin eine Bewegung. Wo sollen wir die Aufmerksamkeit lenken? Das sind die Finanzen. Wir sollen die Finanzen in Ordnung bringen. Das ist die Aussage dieser Karte. Und da haben wir die Lernaufgabe auf die Finanzen achten, weil das wird wichtig sein. Also sollen wir die Energie, die Aufmerksamkeit in den nächsten Tagen auf diese Richtung lenken. Eine rechtliche Lage oder Gerechtigkeit, was ist zum Erwarten oder was ist die Lernaufgabe? Abwarten, geduldig zu sein, dann reift das alles. Keine unüberlegte Handlungen, keine schnelle Entscheidungen, sondern abwarten, weil dann kommt die Sicherheit, Stabilität, die Ruhe bewahren in allem rechtlichen Lage zur Zeit. Natürlich, das ist die Tage bis 27. Juli gilt das. Oder in einer bestimmten Situation, wo wir das Gefühl haben, es läuft ungerecht, sollen wir jetzt momentan nichts sagen, sondern die Ruhe bewahren, bis sich das alles beruhigt hat. Und jetzt kommt konkret die Lernaufgabe. Die Lernaufgabe ist die Familienleben. Um die Kinder kümmern, um die Eltern kümmern oder um die Ehe kümmern oder unserem eigenen Heim, unserem eigenen Zuhause. Das ist wichtig, weil das soll diese Fröhlichkeit kommen. Was ändert sich in den Tagen? Das sind die unerwarteten Ereignisse. Die unerwarteten Ereignisse. Jemand versucht von euch etwas stehlen. Es ist ein Diebstahl. Dieser Dieb, was kann von euch wegnehmen? Natürlich kann das das Geld sein, dass jemand versucht, euch zu betrügen oder kommt ein Diebstahl. Aber das muss nicht sein. Kann auch bedeuten, dass jemand euren Zeit raubt. Kann auch bedeuten, dass jemand eure Energie raubt. Also hier handelt es sich um einen Diebstahl und da sollt ihr darauf achten, diese Lage zu verändern. Hier haben wir auch eine Lernaufgabe, vorsichtig zu sein. Habt ihr Träume, Wünsche, Sehnsüchte? Kommt das zum Erfüllung oder was sollen wir gerade lernen? Auch mal etwas Neues wagen, auch mal etwas Verrücktes wagen. Mutig zu sein, das ist gerade die Lernaufgabe. Dann können wir auch mal unsere Träume leben. Wo liegt die Kraft und was können wir gerade lernen? Die Kraft liegt an unseren Träumen. Es ist noch nicht die Realität, aber
ein Traum kann auch wahr werden. Und daran liegt unsere Kraft, an unserer Fantasie, Träume, Sehnsüchte, Visionen, an unserem Inneren, in unseren Gefühlen und in unserer Fantasie. Das kann auch natürlich die Kreativität auch sein und das ist auch das schöpferische Kraft. Und das war diese Legung Saturn-Orakel. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.